Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sehr intensive Debatte, genau. Was kann man denn dann noch dazufügen, wenn man die Daten, die wir gehört haben, sich nur ein bisschen versucht zu vergegenwärtigen? Also ein Stück Dank an Sie als Grüne, dass Sie das auch zu einer Tageszeit, die wir das als Parlament jetzt diskutieren, hier mal präsent machen und über uns hinaus auch mal in der Öffentlichkeit. Das ist mir tatsächlich noch viel zu wenig, dass diese verheerende Lage, von der Sie wahrscheinlich auch ein bisschen schockiert sind, dass wir das hier heute als Zuschauer debattieren, dass das draußen ankommt. Was sollte man dazu zuzufügen? Ich werde natürlich ein paar Dinge noch mal aufrufen, die Sie als Kollegen gesagt haben, aber wir müssen als Weltgemeinschaft tatsächlich handeln und wir dürfen uns nicht mit weniger zufrieden geben als dem Besten, was wir haben. Dort droht Völkermord. Schlosser hat es gerade zum Schluss noch mal gesagt. Die UN hat es zitiert. Ein schleichender, aber ein gehender Prozess, der letztlich da landet, wo möglicherweise Ruanda in unserer Erinnerung ist. Täglich sterben 20 Menschen den Hungertod, viele davon Kinder. 1 Million Kinder sind unterernährt, akut unterernährt. Da droht dazu noch eine verlorene Generation. Und die Krise ist, haben wir jetzt mehrfach gehört, keine neue Krise. Seit 3 Jahren Bürgerkrieg, 300.000 Tote, Vertreibung von 1/3 der Bevölkerung. Und jetzt ist die Wirtschaft noch kollabiert. Die Inflation schießt in die Höhe 800%, nicht nur bei den Visas. Die Regierung hat kein Geld mehr übrig, zumindest nicht dafür. Was machen Menschen, wenn sie kein Geld haben, wenn der Handel nicht funktioniert und sie nicht selber was produzieren können? Viele Menschen, Familien haben alle Wege ausgeschöpft, sich ohne Hilfe von außen am Leben zu erhalten. Wenn Beeren da sind, werden die gesammelt, aber sonst sind es Zweige, Baumrinde, Wasserlilien, habe ich gelernt. Humanitäre Hilfe auch von uns ist die einzige Hoffnung und Chance. Natürlich spielt der Klimawandel mit der Dürre in Ostafrika eine Rolle. Aber wirklich verantwortlich für das Leid der Menschen in diesen Jahren sind die südsudanesischen Machtkämpfer. Das ist mehrfach hier gefallen. Und auch da könnt ihr als Grüne wissen, da sind wir vom Geist dessen, was ihr vorschlagt, natürlich voll hinter ihnen. Und obwohl die Wirtschaft am Boden liegt, scheint es immer Möglichkeiten der persönlichen Bereicherung der Eliten zu geben. Der Sentry-Report belegt, dass mit dem Beginn des Krieges 2013 wirtschaftlich fette Jahre für die Herrscherklicke begonnen haben. Er listet auf, wo die Mächtigen ihre mondänen Häuser im Ausland haben und wie sie das Land ausplündern. Ich erinnere mich an unsere Werbung, mein Haus, mein Boot, mein Auto. Der Kampf der kleptokratischen Netzwerke um politische Macht und um den Zugang zu den Ölressourcen hat den Zusammenbruch des Landes herbeigeführt. Die Verantwortung liegt oben, den Preis zahlen die unten. Dem Leid der eigenen Bevölkerung steht, zumindest sieht es so aus, die Elite nicht nur gleichgültig gegenüber, sondern wird auch von der Clique angetrieben. Dort, wo die UN die Hungersnot ausgerufen hat, genau in der Region, führt die südsudanesische Regierung eine Art Vernichtungskrieg gegen seine eigene Bevölkerung. Die wird gezielt ausgehungert. Massenvergewaltigungen wurden mehrfach genannt, betreffen 2/3 bis 75%, 3/4 aller Frauen. Vermehrt ethnisch motivierte Gewalt, Hassrhetorik, Vorboten von genozidärer Gewalt, wie der gerade genannte Adama Dieng schon im November vorgewarnt hat. Und da bin ich natürlich dankbar, auch das ist hier zitiert worden, was wir als Land schon tun, was die Bundesregierung tut. Ich denke an die regionale Schutzgruppe zur Verstärkung der UNMISS, die zivile Konfliktprävention, unser Ausbau der Friedens- und Sicherheitsarchitektur, alles toll. Und dann kommen wir nicht mal mit der Diplomatie durch, dass das Waffenembargo tatsächlich klappt und gezielte Sanktionen stimmen, weil auch Länder, mit denen wir sehr befreundet sind, sich nicht über eine Enthaltung hinwegheben können. Wir stoßen an die Grenzen unserer diplomatischen Mittel. Tun wir aber genug? Die Aufforderung nehmen wir sehr wohl wahr. Humanitäre Hilfe, zusammengerechnet mit dem, was das BMZ gibt, 100 Millionen knapp. Tun wir genug? Für Frieden und Sicherheit und Stabilität ist der politische Wille der verantwortlichen Akteure vor Ort unerlässlich. Die Machthaber müssen endlich die Krise anerkennen und ihre Verantwortung gegenüber den 13 Millionen Südsudanesen übernehmen. Die Afrikanische Union und die Nachbarländer müssen natürlich auch ihre Einflussmöglichkeiten und ihr Eigeninteresse in der regionalen Stabilität und Frieden stärker sich selbst in die Pflicht nehmen.
Und ich appelliere an auch diese afrikanischen Nachbarländer, unsere Partner, mehr Druck auf diese Regierung auszuüben, sich zusammenzuschließen, um Frieden zu schaffen. Gestern Abend war diese Konferenz, sie wurde vorhin mal genannt, wo auch die Ministerin gesprochen hat, von der Leyen und Minister Müller. Sicherheit, Frieden und Entwicklung bedingen einander. Und deshalb ist es gut, wenn wir den Marshallplan und den Compact für Afrika und den Schwerpunkt in G7 auf Afrika legen. Aber beide Seiten müssen ihrer Verantwortung gerecht werden. Wir diplomatisch, finanziell, moralisch und vieles, was in dem Antrag steht, aber auch auf der Seite derer im Bürgerkrieg. Übernehmt eure Verantwortung in eurem schönen Land für diese 13 Millionen Bürger im Südsudan. Ich danke. Vielen Dank, Frank Heinrich. Ich schließe die Aussprache. Bedanke.